aber Wasser. Und zwar am Abend, wenn ihr nach Hause kommt. Und ich mache da persönlich keltisches Meersalz rein. Das ist ein sehr mineralstoffreiches Salz. Ja, da könnt ihr ruhig so ein kleines bisschen nehmen. Ich trinke auch tatsächlich nur Salzwasser. Also ich trinke kein Wasser ohne Salz, weil mein Wasser aus der Leitung kommt. Und diese Lüge, die dann tatsächlich seit vielen Jahren weitergetragen wird, dass Salz etwas Schlechtes sei für den Körper, stimmt so nicht. Vielleicht in den Mengen bzw. in der Qualität, die wir normalerweise einnehmen, also dieses durchgemahlene Salz, was halt überhaupt keine Nährstoffe mehr hat, das ist für den Körper eigentlich nicht mehr als solches erkennbar. Wir entmineralisieren, wenn wir trinken. Also wir scheiden ganz viel Flüssigkeit aus und wenn wir dann tatsächlich Flüssigkeit aufnehmen wollen, dann muss diese Flüssigkeit, wie gesagt, mit den entsprechenden Mineralien angereichert sein, damit der Körper nicht das Wasser nur nimmt und es durchspült und dann irgendwie 80% einfach wieder in Urin umwandelt, weil dann müsst ihr nachts auf jeden Fall ganz viel Pipi und das wollt ihr ja nicht, sondern ihr wollt ja wieder mineralisieren. Und wenn ihr dann mineralisiert, dann hat der Körper halt auch weniger entsprechende Entzugserscheinungen am nächsten Tag und wird dann auch mit einem geringeren Kater tatsächlich euch bestrafen.